Ja, willkommen zu diesem dritten Video in dieser Reihe zu Excel Learning. Ich möchte jetzt zeigen, wie man Videos in Audios einfügen kann. Dazu gehen wir jetzt hier wieder, wählen wir die entsprechende Ebene dann aus. Und ich möchte jetzt eine weitere Seite einfügen. Das wird dann hier danach eingefügt. Und ich kann die hier jetzt umbenennen und nenne sie jetzt Video und Audio. Video und Audio. Ich klicke auf OK. Und ich möchte gleich hier auch zeigen, wie man diese Ebenen hier verschieben kann. Hier draufklicke, grau hinterlegt ist immer die aktuelle, kann ich hier das dementsprechend dann auf- und abwärts machen. Also ich habe jetzt hier diese Seite Video und Audio, möchte jetzt hier dann eine Videodatei, eine Audiodatei einfügen. Das mache ich wieder über den freien Text. Ich habe hier wieder diesen bekannten Editor. Und ich möchte jetzt dann hier etwas zum Aktuelles zu Griechenland zum Beispiel einfügen. Und ich könnte jetzt hier einen Text einfügen, den ich mir da schon vorgenommen habe. Mit STRG+V habe ich den woanders schon geschrieben. Jetzt füge ich ihn ein und möchte jetzt hier ein Video einfügen. Vorher mache ich vielleicht diesen Text noch größer, dass man ihn dann später besser sehen kann. Wie in der bekannten Art und Weise. Gehe jetzt hier in die nächsten Zellen und kann dann hier mehrere Dinge dann verwenden. Und hier möchte ich ja jetzt in dem Fall hier ein Video oder ein Audio einfügen. Jetzt in dem Fall ein Video, klicke drauf. Und ich möchte dann eine Videodatei einfügen. Ich wähle hier den Weg zu dieser Datei. Suche mir dann die entsprechende Datei, die ich dann hier einbinden möchte. Ich kann sie vergrößern, dass ich besser die Dateinamen sehen kann. Und habe dann hier diese Datei gefunden, diese .mp4-Datei, das ist eine Videodatei. Klick auf Open. Und wichtig ist, was ich gerade gesagt habe, das ist MP4 und ich muss hier oben den Dateityp einstellen. Und finde jetzt hier MP4, wähle mir das hier aus und schon erscheint dann hier das Video. Das läuft sogar schon ab. Ich klicke auf Insert und es wurde jetzt hier eingefügt. Wird momentan noch nicht gespielt. Können wir uns dann später dann anschauen. Aber es dürfte anscheinend wieder zu passen. Er zeigt mir hier dann schon ein entsprechendes Symbol an. Und als nächstes möchte ich dann hier eine Audiodatei einfügen. Und ich habe hier ein kurzes Audio-File aufgenommen zu einer Ausstellung. Hier folgt, wenn man das einmal, der Beitrag des Reiseleiters in einer Ausstellung. Mache das hier wieder größer. Wende eine andere Schriftgröße, wieder 24. Ich möchte jetzt hier diese Audiodatei einfügen. Es geht dann wieder hier über dieses Symbol. Da habe ich sogar schon MP3 eingestellt. Also würde es schon passen, weil ich möchte wirklich tatsächlich eine MP3-Datei einfügen. Gehe jetzt auf die Suche nach dieser MP3-Datei. Und ob sie hier Griechenland Wirtschaftskrise. Ich klicke auf Open. Und klicke auf Insert. Jetzt denke ich mir und hoffe, dass das Ganze jetzt soweit passt. Klicke jetzt hierher. Und ich sehe dann, dass ich hier diese Videodatei habe. Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, wird es abgespielt. Also hier sieht man jemanden, der leider in Athen hier leider am liegt. Klick nochmal drauf, jetzt gestoppt. Hier habe ich die MP3-Datei. Es gibt heute eine große Krise, die in Griechenland bewältigt werden muss. Habe ich also eine MP3-Datei eingebunden. Du wirst natürlich eine sinnvollere Audiodatei einbinden oder andere Videos einbinden. Aber du hast jetzt hier gesehen, wie einfach man hier MP3-Dateien, also Audiodateien und Videodateien einbinden kann. Als nächstes möchte ich dann zeigen, wie man Bilder einbinden kann. Einfache Bilder, Grafiken hast du schon gesehen, wie man das macht, aber die wollen wir jetzt mit einer Lupe einbinden. Also auf zum nächsten Video.